Die Parlamentseröffnung in London ist im royalen Terminkalender rot markiert. Auch viele Fans wissen, wie wichtig dieser Tag ist und sind zur Whitehall und dem House of Lords gekommen, dem Ort, an dem die Zeremonie stattfindet. Gibt es draußen zunächst eine Parade, wird im Parlament selbst dann traditionell die Queen's Speech, also die Rede der Königin, gehalten. Allerdings in diesem Jahr nicht von der Monarchin selbst, sondern von ihrem ältesten Sohn Prinz Charles, der sie wegen gesundheitlicher Probleme vertritt und somit das Königsein schon mal etwas übt. Und dafür hat er sich ganz schön in Schale geworfen. In beträchtlich geschmückter Uniform nimmt der 73-Jährige auf dem goldenen Stuhl Platz, auf dem einst Prinz Philip immer gesessen hatte. Der Stuhl, auf dem Queen Elizabeth II. Sonst immer sitzt, wurde entfernt. Doch Charles ist nicht ganz alleine an diesem wichtigen Tag. Mit dabei sind Ehefrau Camilla und sein ältester Sohn Prinz William, die ihn auf dem Weg nach vorne begleiten. Der Prinz ist ebenfalls in Uniform gekleidet. Herzogin Camilla entscheidet sich für ein dunkles Ensemble aus Galakleid und Mantel mit raffinierten Verzierungen am Revers. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, in diesem Jahr ist alles ein bisschen schlichter gehalten. Statt des von den Damen an diesem Tag häufig getragenen Diadems entscheidet sich Camilla für einen Hut. Außerdem gibt es am heutigen Tag keine Kutschen, wie zum Beispiel hier noch 2019. Die diesjährigen Feierlichkeiten sind nicht nur aus Respekt gegenüber der fehlenden Queen etwas schlichter gehalten, sondern auch, weil es einen Vorgeschmack auf die Regentschaft Charles gibt. Laut dem Prinzen soll die Monarchie unter seiner Führung moderner und schlanker werden.